Und herzlich willkommen im Keller. Ich habe vor längerer Zeit mal irgendwann so ein bisschen was zu Schlafsäcken erzählt. So ein bisschen viel. Und da diese olle Diskussion um die Schlafsäcke einfach nicht abreißen mag, möchte ich jetzt dazu nochmal ein paar Dinge ergänzen. Also wer das entsprechende alte Video gesehen hat, der ist vielleicht jetzt überrascht, dass sich ein bisschen was wiederholt. Aber ein paar Sachen sind halt auch mir jetzt neu gewesen, beziehungsweise es gab jetzt so ein paar neue Entwicklungen, die ich, als ich letztes Mal über das Thema gesprochen habe, noch nicht kannte. Eigentlich wollte ich eine kleine Review zum Carinthia Tropen machen, mache ich auch noch. Aber jetzt erstmal noch mal so ein paar allgemeine Dinge und ich versuche das wirklich ein bisschen kurz zu halten, weil primär soll es jetzt nur um die eine Frage gehen, nämlich Daune oder Kunstfaser. So, klassisch bin ich damals vor nicht ganz 20 Jahren, als ich in die ganze Outdoor-Branche eingestiegen bin, von den Leuten, die da schon länger unterwegs waren in der Outdoor-Branche. Und das ist wirklich schon ein Weilchen her und deswegen hat sich ja inzwischen auch ein bisschen was getan. So gebrieft worden, was die Schlafsackfrage angeht, dass es eben Daunenschlafsäcke und Kunstfaserschlafsäcke gibt. So, und dann gibt es noch verschiedene Schlafsackformen. Für richtige Outdoor-Touren gibt es nur den Mumienschlafsack und alles andere kannst du vergessen. An ein Quilt oder wie auch immer man das Ding ausspricht, hat damals noch keiner gedacht. Inzwischen gibt es die Dinger ja auch. Da sage ich nachher auch noch drei Worte dazu, wenn ich nicht vergesse. Damals gab es das jedenfalls noch nicht. So, und da war die Welt vergleichsweise einfach. Da hat man gesagt, abgesehen davon, dass die Daunenschlafsäcke sauteuer sind, nimmst du folgendes Schlafsack für folgendes Terrain. Wenn du im Winter bei Eis und Schnee unterwegs bist, dann nimmst du einen Daunenschlafsack. Warum? Na, weil du im Winter Kunstfaserschlafsack kaum noch tragen kannst, es sei denn, du hast einen Schlitten oder ein Boot oder ein Auto oder sonst was. Und wenn es so richtig kacke kalt ist, dann gibt es sowieso kein Wasser und keine Feuchtigkeit, die einem den Daunenschlafsack nass machen kann. So, wenn du aber hingegen eher tendenziell im Sommer oder in Gebieten mit sehr hohem Niederschlag, Beispiel Schottland, Skandinavien, manche Regionen von Skandinavien, Island, Grönland, also ein Zeug, also lauter Länder, wo ich gerne hin möchte, die Maler ja generell Gebirge, immer nass. Wenn du in solche Regionen willst, dann nimmst du eher einen Kunstfaserschlafsack. Warum? Weil, wenn Kunstfaser nass wird, kann man sie draußen noch trocken kriegen. Wenn Daune nass wird, kriegt man sie draußen nicht mehr trocken. Wenn dir ein Daunenschlafsack nass wird, damals, dann bist du quasi verloren und kannst nur noch versuchen, zurück in die Zivilisation zu kommen und musst die Tour sozusagen abbrechen. Wenn dir ein Kunstfaserschlafsack nass wird, dann ist das nicht unbedingt der Fall. Den kann man sogar über dem Feuer trocknen und dazu habe ich sogar ein Beispiel. Nämlich diesen hier. Ne? Das ist ein alter VD-Schlafsack. Ja, diese seltsame Marke gibt es heutzutage nur noch wenig, sage ich jetzt mal. Ne? Der sieht nicht mehr ganz neuwertig aus. Er ist noch schön blau. Er hat hier draußen keine solche Abdeckleiste für den Reißverschluss. Dafür hat er die drinnen. Er hat ne? Hier drin ist so eine dicke Leiste, mit der man den Reißverschluss abdecken kann. Der Reißverschluss selber nichts Besonderes, nur ist auch nicht wasserdicht. Der Schlafsack selber ist auch nicht wasserdicht, gar nichts wasserdicht an dem Ding. Der hat einen Wärmekragen, ist ja heutzutage auch schon in Zeiten von Carinthia eine Seltenheit geworden. Ne? Bisschen provozieren. Und erstaunlicherweise, nachdem so ein Kunstfaserschlafsack ja angeblich ein Jahr, 2 Jahre oder höchstens 3 halten soll, der hat auch noch ein gewisses, ein durchaus vorhandene Bauschkraft. Ja, da ist schon noch was da. Also das Material, wenn man das so in die Hand nimmt und da so drauf rumdrückt, das fühlt sich angenehm kuschelig an und da ist auf jeden Fall noch Material, das da zur Isolation geeignet ist. Bis minus 7 Grad soll der mal gut gewesen sein und das war er auch ungefähr für mich. Das schafft er nicht mehr, weil der ist jetzt, lass mich lügen, 18 Jahre alt. 18 Jahre alt, ja?
Aber nachdem es ja einen Haufen Videos gibt, wo Leute irgendwelche noch tippitoppi in Ordnung Schlafsäcke aus Daune nach 20 Jahren in die Kamera halten, kann ich ja mal einen Kunstfaserschlafsack nach 18 Jahren in die Kamera halten und darauf hinweisen, der schafft zwar nicht mehr ganz das, was er mal gekonnt hat von der Isolationsleistung her, zum Wegschmeißen ist er aber ganz bestimmt nicht. Also das Argument, nach 2-3 Jahren kann ich einen Kunstfaserschlafsack wegwerfen, das ist schlicht und ergreifend nicht so. Man kann die schon noch länger benutzen. Man muss nur halt damit leben, dass es dann halt irgendwann aus einem 3-Jahreszeiten-Schlafsack ein 2,5 oder nur ein 2,5 Jahreszeiten-Schlafsack kann man es glaube ich nennen. Ne? Also sprich Sommer plus nicht krasser Herbst, nicht krasser Frühling. Also die jeweils nicht krassen Anteile der entsprechenden Jahreszeiten. Dass da dann halt sowas irgendwann draus wird. Das Ding ist noch wunderbar, der war damals relativ teuer zugegebenerweise. Also was heißt wunderbar, aber der ist echt noch in Ordnung. 2,25 Meter lang, für bis 1,95 Meter Personen, im Fußbereich 55 cm breit, Schulterbreite 80 cm, also ein durchaus relativ eng sitzender Mumienschlafsack. Polarguard 3D nennt sich die Füllung, die der hat. Und der wiegt mit seinen damals eben bis minus 7 Grad, so jetzt, hat er immerhin nur 1450 Gramm gewogen. Tut er übrigens immer noch, haben mal nachgewogen. Also schwerer ist er nicht geworden. Also, und das ist kein High-End, ultimativ super Schlafsack, sondern der wurde einfach nur gut gepflegt. So, und jetzt habe ich ja gesagt, Kunstfaserschlafsack kann dir auch mal nass werden, du kriegst ihn auf Tour trocken. Das ist derjenige, mit dem ich in einem Tarp übernachtet habe, auf meiner allerersten Tour, noch ohne Ahnung, längere Tour, also gleich Wildnistour. War wohl eine Gruppentour, aber so wirklich um mich gekümmert hat sich zu dem Zeitpunkt keiner, als das passiert ist. Sonst wäre es vielleicht nicht passiert, wer weiß es. Aber jedenfalls lag ich im Tarp und dann kam der Bach. Und der Bach war dann auch im Tarp. Und dann lag ich halt mit dem Schlafsack erstmal ein Weilchen im Bach, bis ich realisiert habe, was heißt der Bach? Es hat einfach so stark geregnet, dass das Wasser dann irgendwann auf der ebenen Fläche quasi entlang geflossen ist. Wir haben nicht im Flussbett Tarp aufgeschlagen. Ja, so dämlich war auch ich damals nicht. Aber es gab halt so einen starken Regen, dass es einfach unter das Tarp geflossen ist. Und dann lag ich da halt irgendwann in der Pfütze und habe es zuerst nicht realisiert. Und erst als ich wirklich am Schlottern war und festgestellt habe, dass irgendwas nicht richtig sein kann, bin ich dann raus und habe realisiert, dass mein Schlafsack halt nass ist. So, mein Glück war, dass nebendran eine Samenkote gewesen ist. Also diese tippiartigen kleinen Hütchen, wer sich in Schweden und Norwegen auskennt, hat sowas bestimmt schon mal gesehen. Und die war Gott sei Dank offen. Beziehungsweise ein paar Leute von uns haben da auch drin übernachtet, war wie gesagt eine Gruppentour. Und da drin in der Mitte konnte man ein Feuerchen machen. Ne? Das steigt dann nach oben hoch und oben dampft dann entsprechend raus. So, das heißt, wir haben also um das Feuer drumherum, haben wir eine Leine gespannt, schon diverse andere Sachen zum Trocknen aufgehängt gehabt und auf diese Leine auch diesen Schlafsack gehängt. Der hat immer noch so ein ganz leichtes Raucharoma. Nach 18 Jahren ist beim Waschen nie hundertprozentig rausgegangen. Und ich finde das irgendwie schön so als Erinnerung. Und nach einem Ruhetag, den wir da eingelegt haben, weil wir gar nicht weiter konnten, weil ein Fluss, durch den wir durch mussten, so hoch Wasserstand hatte, dass die Querung einfach nicht drin war, war der Schlafsack wieder trocken und die nächsten Nächte habe ich wieder wunderbar geschlafen. Und mit einem Daunenschlafsack zum damaligen Stand der Technik wäre sowas nicht möglich gewesen. Weshalb ich aufgrund dieses Erlebnisses einfach eine gewisse Vorliebe immer noch für Kunstfaserschlafsäcke habe, weil du halt die Backup-Lösung quasi dabei hast, wenn du in der Lage bist, ein Feuerle zu machen, da muss auch gar nicht unbedingt zwingend eine Hütte zur Verfügung stehen, kriegst du einen fast vollständig durchgeweichten Schlafsack, den du schon ausgewrungen hast, wirklich wieder trocken, sofern es sich um einen Kunstfaserschlafsack handelt. Aber das klingt jetzt so, als wäre Daune ja scheiße dann, weil sobald Daune nass, kannst du Daune wegwerfen. Das ist jetzt auch nicht der Fall, weil, wie gesagt, damals hat man mir das so erklärt. Vor eben langer Zeit, aus meiner Sicht sehr langer Zeit, so alt bin ich jetzt auch noch nicht mit meinen 33-Jährchen. Jedenfalls, heute habe ich mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht. Kann man für Daunenschlafsäcke, wenn man dann bereit ist, richtig viel Geld auszugeben, auch das Modell, ich nenne es mal hermetisch abgeriegelt haben. Das ist der Extremfall. Es gibt natürlich dann noch
Abstufungen darunter. Aber der Extremfall wäre der, dass man einen Downschlafsack kriegen kann, der ist außen wasserdicht und innen wasserdicht. Also beziehungsweise hier das Blaue wäre wasserdicht, wenn es ein Downschlafsack wäre. Und übrigens auch noch interessant, damals gab es noch Schlafsäcke mit durchgehendem Reißverschluss. Und zwar wirklich, nicht nur zwei Drittel, sondern ganz. Gibt es heutzutage auch kaum noch. Na egal. Und dieses Material hier, das Futtermaterial, das wäre im Fall dieses Downschlafsacks, den wir jetzt theoretisch ansprechen, auch wasserdicht. Heißt, die Daune in der Mitte ist hermetisch abgeriegelt von allen Umwelteinflüssen. Dann kann die gar nicht nass werden. Mit so einem Schlafsack könnte man dann notfalls auch mal tatsächlich in der Pfütze liegen. Bisschen was geht dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie so ein bisschen rein. Aber die Chancen, dass man da wirklich den Zusammenfall der Daune, weil nass, das Verklumpen der Daune, weil nass, erlebt, ist relativ gering. Und so ein Schlafsack ist dann schon auch sicher genug in jedem Fall, dass ich sagen würde, okay, dann brauchst du wirklich nicht zwingend einen Kunstfaserschlafsack. Naja, da könntest du auch so ein Teil mitnehmen. Aber weiteres Argument bei Downschlafsäcken, was generell immer gerne genannt wird, ist der Schlafkomfort, dass das Klima in einem Downschlafsack einfach viel angenehmer ist. Ja, aber nicht in dem doppellaminierten Ding. Ne? In dem hermetisch abgeriegelten. Da nicht. Da sitzt man da drin, wie quasi, als ob man im Biwaksack übernachten würde, in seinem eigenen Saft. Weil das Material ja überhaupt keine Feuchtigkeit nach außen transportieren kann, weil es ja komplett dicht. Eben damit die Daune ja wirklich überhaupt keine Feuchtigkeit abbekommt. Das ist dann schon vom Schlafen her gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal. Das kann man schon machen. Das ist wirklich, so ein Schlafsack ist ja auch für Expeditionen gedacht und so ein Kram. Und so irgendwelche 8000er-Besteigungen oder in der Antarktis mal eine Runde spazieren gehen und solche Späße. Aber geben tut es ihnen inzwischen den Daunenschlafsack ohne den Nachteil des, wenn die Daune nass, dann du hast Problem. Das Dumme ist jetzt nur, und das ist der Grund, weshalb ich immer noch bei Kunstfaser bin, dass so einer wie ich gerne hätte eigentlich, einen solchen Daunenschlafsack, das ist halt wirklich fast unbezahlbar. Da musst du schon, da kannst du ein Auto verkaufen. Locker, für das, was so ein Ding kostet. Die kann man sich auch customization-mäßig herstellen lassen. Zum Beispiel, ich glaube, Western Mountaineering macht das, dass man sich bei denen wirklich einen Schlafsack-Konfigurator sozusagen selber seinen eigenen Schlafsack zusammenstellen kann. Nur wenn ich mal ganz reich bin. Andere Leute wollen einen Porsche, ich hätte mal Interesse an so einem Schlafsack. Also jeder träumt ja von irgendwelchen Dingen, die er niemals bezahlen kann, gefühlt. Und bei mir wäre das so ein Schlafsack und handgemachte, also personalisierte Wanderschuhe, also nach Maß, Wanderstiefel nach Maß. Das würde ich auch mal wahnsinnig gern haben. Die kosten auch so 700 € oder irgendwie sowas. Oder 600, ich weiß es nicht. Kommt darauf an, wo und wie und so weiter und so fort. Aber geben tut sowas auch. Das hätte ich auch mal wahnsinnig gerne. Ne? Also das ist so wirklich jenseits von gut und böse teure Ausrüstung, diese Kategorie. So ein Downschlafsack generell. Preislich. Müssen wir mal gucken. Finden wir im Fachhandel, wenn jetzt mal gerade mal abgesehen von irgendwelchen super tollen Angeboten und so weiter, dass nur noch der eine da ist, nur noch mit Reißverschluss links, nur noch in XL, nur noch in Rosa, was weiß ich, dann kriegt man die Teile auch mal durchaus mal ein bisschen billiger, ohne dass sie gleich scheiße sind, weil es halt einfach noch der letzte Schlafsack ist, den die irgendwo im Lager rumliegen haben und so weiter. Das kann schon mal klappen. Das ist aber eine Ausnahme und nicht der Regelfall und davon sollte man vielleicht nicht unbedingt ausgehen, insbesondere nicht, wenn man irgendeinen speziellen Schlafsack haben möchte, dass das der zufällig jetzt gerade so ein Restbestand irgendwie ist, unwahrscheinlich. Und wenn es so ein Restbestand in größerer Stückzahl gibt, dann fragt man sich, ja, warum denn? Ich habe da immer so ein bisschen Bedenken. Warum ist der übrig? Warum liegt der jetzt seit 20 Jahren bei euch im Lager rum und ist deswegen jetzt 80% reduziert? Warum ist das so? Gibt es da nicht irgendwelche Gründe für? Also deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Muss ja nicht so sein, ne? Kann auch ein absolutes super tolles Megaschlämpchen sein, alles möglich. Aber kann halt auch sein, dass da durchaus ein bisschen Probleme
vielleicht mit verbunden sind. Aber wenn man sich jetzt nochmal so umguckt, ne? So Down-Schlafsäcke, preislich, im 3-Jahreszeiten-Schlafsackbereich, also so Temperaturen, Komfortlimit, minus 5, minus 7, minus 8, so irgendwo in dem Bereich. Das ist das, wo ich meine meisten Schlafsäcke gerne verwende. Da will ich meine die meisten Schlafsäcke habe ich bisher, die ich so hatte, waren alle so ungefähr in dem Bereich, weil das halt das ist, was du auf einer Sommer-Skandinavien-Tour im Hochgebirge erwarten kannst. Da kann schon mal so kalt werden. Sowas in der Richtung sollte man da entsprechend dabei haben. In Deutschland reicht das ja meistens für alle 4 Jahreszeiten, wenn man gerade nicht einen krassen Winter hat oder irgendwie auf den Berg geht. Aber das war immer so das, was ich so haben wollte. So. Und da sind wir jetzt bei Markenherstellern. Round about 300 Euro aufwärts bei Daune. Ja, und da sind schon ganz ordentliche dabei. Das sind so die klassischen Down-Schlafsäcke, noch nicht die High-End-Dinger. Bei den High-End-Dingern sind wir dann so bei 500 Euro, ja, so ungefähr. Und wenn es dann Winterschlafsäcke sein sollen oder halt solche Spezialfälle wie eben imprägnierte Daune, dass die Daune selber mit irgendwas beschichtet ist, dass sie nicht so viel Feuchtigkeit aufnimmt, ist gut, reicht noch nicht ganz. Dass der Schlafsack noch immer benutzbar wäre, wenn er mal in der Pfütze gelegen ist, dann ist trotzdem Schluss. Aber ist besser, ist hilfreich, ist gleicht viele der Nachteile der Empfindlichkeit der Daune aus, diese Imprägnierung. Ne? Aber da ist man dann, wie gesagt, 500 Euro los für so einen Schlafsack oder sonst wie. Und dann dieses Argument, was man halt dann ständig hört, aber der hebt ja so ewig. Ich kann euch, wenn ich ihn rausgruscheln wollte, einen Down-Schlafsack zeigen von Yeti, also durchaus eine der Qualitätsmarken, der überhaupt nicht ewig gehalten hat. Der halt einfach durch das drin Schlafen immer so viel Feuchtigkeit aufgenommen hat, durch das nach dem Schlafen vielleicht ein bisschen zu früh verpacken, durch das nicht richtig immer schön zum Lüften aufhängen und so weiter und so fort, ist die Daune da derartig drin verklumpt, dass auch bei professioneller Reinigung, habe ich machen lassen, ich habe euch das Ding mal in einem anderen Video gezeigt, das Teil einfach nicht mehr gut geworden ist. Der ist einfach scheiße. Und der war von Yeti und der hat 300 Euro gekostet oder was, als der neu war. Weil das halt ein ultra leichter Sommerschlafsack ist, der trotzdem bis fast 0 Grad Komfortlimit-Temperatur haben sollte damals. Hat damals auch funktioniert. Das hat so ein Packmaß, dieses Ding. Also wirklich so ein winzig kleines Futzelschlafsäckchen. Noch wärmer als der hier. Und der ist jetzt maximal komprimiert. Und wiegt auch nur die Hälfte. Aber ist scheiße. Weil ist ein bisschen feucht geworden und vorbei ist mit Down-Schlafsack. Und es ist halt, es kann klappen, dass die bei guter Pflege ein Leben lang halten. Das kann klappen, insbesondere bei den so richtig, richtig teuren High-End-Super-Dingern mit der Super-Ultra-Daune drin. Klar, kann klappen. Aber was mir wichtig ist, dass das jedem klar ist, das kann nur klappen. Es gibt keine Garantie dafür, dass das funktioniert. Genauso wenig, wie man pauschalisieren kann, dass ein Kunstfaserschlafsack nach 2 oder 3 Jahren den Geist aufgibt. Also für zum Beispiel jetzt auf dem Westhallenwell wird der hier mitkommen. Den benutzt zwar nicht ich, aber der wird da mitkommen und ich habe keinerlei Zweifel daran, dass diejenige, die ihn dann benutzt, da drin einigermaßen gut schlafen wird. Also jedenfalls nicht frieren und so weiter und so fort und alles gut und so weiter. Also da habe ich überhaupt keine Zweifel dran, auch wenn das Ding 18 Jahre alt ist. Also ich weiß nicht, wo das Gerücht herkommt, Kunstfaserschlafsäcke halten nicht lange. Sie können es schon, das geht. Das geht, man muss sie nur richtig aufbewahren, wichtig, 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 richtig aufbewahren und man muss halt damit leben, dass man sich einen Kunstfaserschlafsack so mentalitätsmäßig so kauft, dass er zuerst ein 3-Jahreszeiten-Schlafsack ist und später dann nur noch ein 2,5-Jahreszeiten-Schlafsack. Anderes Beispiel zeige ich euch mal kurz. Diese fette Rolle, die ist natürlich riesig, gar keine Frage. Ne? Kannst du im Rucksack nicht so transportieren. Das ist ein Schlafsack Militärart. Aus der Schweiz, auch von Carinthia, keine Ahnung was für ein Modell, pur alt. Biwaksack drumherum, Gummibiwaksack, sauschwer. Kannst du wirklich im Rucksack nicht wirklich transportieren, außer halt mal für kurze Strecken. Wenn du einfach nur eine Nacht im Wald pennen möchtest, kannst du das Ding außen an den Rucksack dran heften. Gehst halt kurz in den Wald, 2-3 Kilometer, dann geht das schon. Klar kann man den so weit tragen und dann schmeißt du den da hin und dann pennst du da.
So, das Ding ist uralt. Da haben, was weiß ich, wie viele Leute, was weiß ich, wie oft drin geschlafen. Funktioniert. Man kann da noch drin übernachten. Und zwar mit dem Biwaksack zusammen, auch locker, bisschen unter den Gefrierpunkt. Ist total kuschelig. Mit dem Biwaksack zusammen. Bisschen unter den Gefrierpunkt. Hier ist zwei, irgendwie sowas. Dann wird es dann schon langsam grenzwertig. Und minus drei, minus vier möchte ich nicht mehr. Kann man vielleicht noch, möchte ich aber nicht mehr. Uralt, Kunstfaser. Geht, geht. Allein grundsätzlich diese gebrauchten Militärsäcke. Da gibt es ja auch oft Berichte von Leuten, die sich eben so einen gebrauchten Militärsack gekauft haben und damit sind sie jetzt glücklich fast das ganze Jahr über. Wenn es so richtig ins Minus runtergeht, dann wird es irgendwann schwierig, aber die kommen damit zurecht. Deswegen ist ein Down-Schlafsack trotzdem super. Ja? Also mich nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, Down ist schlecht. Und ich kann auch Leute verstehen, die dann irgendwann sich mal einen teuren Down-Schlafsack gekauft haben, die jetzt sagen, nie wieder Kunstfaser. Okay, ja, ist in Ordnung, kann man schon irgendwie verstehen. Daune ist halt viel leichter, viel besser komprimierbar, viel wärmer fürs Gewicht. Also in jeder Hinsicht überlegen, wenn die Sache mit der Feuchtigkeit nicht wäre. Und was man halt bei einem normalen Daunenschlafsack ohne irgendwelche Imprägnierung für viel Geld oder Laminierung oder grundsätzlich wasserdichtes Material und was weiß ich, was da alles noch gibt, solange man sowas nicht hat, muss man halt wirklich vorsichtig sein beim Zusammenpacken von dem Ding und den wirklich jedes Mal, bevor man ihn zusammenpackt, schön lüften, sonst klebt dir die Daune zusammen und du kriegst sie wirklich irgendwann nicht mal auseinander. Und dann diese ganzen Tipps, schmeiß sie in den Trockner, ich besitze keinen Trockner. Schmeiß sie mit Tennisbällen in den Trockner, habe ich mal gemacht in so einer Wäscherei, hat nichts gebracht. Bring ihn zur professionellen Reinigung, habe ich auch gemacht, hat nichts gebracht. Ne? Also das ist schon, das funktioniert oft. Sicher funktioniert das oft. Sicher kann man damit so einen Downschlafsack, wenn man ihn immer gut behandelt hat, über viele, viele, viele Jahre ohne Leistungsverlust tatsächlich einlagern und hat da ganz viele Nächte lang Spaß dran und er wird halt anders als so ein Ding hier nicht irgendwann zu einem zweieinhalb Jahreszeiten Schlafsack, sondern er bleibt immer auf ungefähr der gleichen Leistung oder verliert kaum irgendwas in dem Bereich. Ne? Das ist alles möglich, klar, gar keine Frage. Ne? Und das ist auch ein nachhaltiges Produkt, weil man den ja so viele Jahre entsprechend benutzen kann und alles ganz toll. Will ich ja gar nicht bezweifeln. Ist ja alles in Ordnung. Ich möchte nur den Ruf von Kunstfaserschlafsäcken mal ein bisschen retten. Dass eben diese Behauptung, die man immer mal wieder mitkriegt, dass die so ganz, 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 ganz wenig lange nur halten, dass das stimmt halt eben nicht immer. Das kann schon sein, dass man die irgendwie verhunzt und so weiter. Auch nochmal sowas. Der Loft von einem Schlafsack, wenn man den platt hinlegt, ne? Und er dann Wunder was, wie hoch steht, weil er einfach von das Material sich einfach ausdehnt sozusagen. Bei irgend so einem krassen Down-Schlafsack kann man das schön sehen. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass das ein warmer Schlafsack ist. Und das ist natürlich beeindruckend, wie Daune das hinkriegt, diesen wahnsinnsdichten, dicken Isolationsmaterial-Bausch aufzubauschen und trotzdem auf die Breite komprimierbar zu sein. Das ist natürlich toll, gar keine Frage. Aber was dabei teilweise ein bisschen vergessen wird, die Dicke der Isolationsschicht, einfach nur die Zentimeter, ist nicht alles, was die Wärme hält. Beispiel: Nimm mal eine dicke Wolldecke von einem Zentimeter. Ein Schlafsack, der nur einen Zentimeter dick wäre. Scheiße, ne? Hält nicht viel warm. Eine Wolldecke, die tatsächlich einen Zentimeter dick ist, so eine richtig fette Wolldecke, ja, die ist extrem warm. Selbst wenn man sich damit nur so ein bisschen zudeckt und so weiter und so einigermaßen notdürftig einwickelt, kann man dann auch mit so einem Ding, jetzt vielleicht nicht bis minus 20, aber durchaus auch von richtig kalten Nächten auch draußen übernachten. Das geht. Und rein vom Bausch her, vom Loft her ist die scheiße. Es funktioniert aber trotzdem, einfach weil sie dicht ist. Die Isolationsschicht, sei es durch eine Decke oder durch einen Schlafsack, soll warme Luft, die der Körper körpernah aufheizt, am Körper halten, damit sie einen wärmt. Ob das durch eine dünne, aber unglaublich dichte Isolationsschicht passiert oder durch eine Dicke, die sehr, 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 sehr viel Luftpolster am Körper hält. Letzteres kriegt man halt hin, ohne viel Gewicht tragen zu müssen.
Aber ich will damit nur sagen, die Dicke allein ist nicht entscheidend. Es ist eine Kombination aus Dichte und Dicke. Und deswegen kann ein Kunstfaserschlafsack, der nicht mehr so ein Loft hat, trotzdem immer noch warm sein, weil die Dichte immer noch die gleiche ist. Wäre natürlich schön, wenn er zusätzlich noch so ein Loft hätte, dann würde er besser wärmen. Ja. Aber es das heißt nicht, dass weil er jetzt nur noch so ein Loft hat, er gar nicht mehr wärmt, weil es ist ja immer noch dasselbe Material drin und dasselbe Material ist immerhin jetzt zwar komprimiert, aber immer noch dicht. Oder guckt ihr euch ein T-Shirt an. Das ist auch warm und es hat nicht so ein Loft. Also je nach T-Shirt ist es einigermaßen warm. Also einfach nur zu sagen, es liegt am Loft vom Schlafsack, vom Down-Schlafsack von mir aus, im Vergleich zum Kunstfaserschlafsack, dass der so furchtbar viel wärmer ist. Daran liegt es zu großen Teilen. Aber nicht nur. Nicht nur. Das ist einfach nur nochmal so eine wichtige Sache, was man im Hinterkopf behalten sollte. Der Loft ist raus aus einem Kunstfaserschlafsack, deswegen muss man ihn nicht wegschmeißen. Man kann da immer noch entsprechend was mit anfangen. Das ist mein ältester Schlafsack. Den kann man noch benutzen. Wie gesagt, der wird jetzt auf dem Westfalen-Gerät zum Einsatz kommen. Wenn ich wieder da bin, frage ich die Benutzerin, beziehungsweise gucke ich mal, ob sie noch lebt. In der letzten Nacht schaue ich mal nach, ob sie, wenn man eine Leiche im Schlafsack liegen habe, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Herzliche Grüße an dieser Stelle, solltest du das sehen. Andernfalls gehe ich schwer davon aus, dass der so scheiße nach 18 Jahren immer noch nicht ist, besagt der Schlafsack. So, das war so meine wesentliche Kundgebung zu Schlafsäcken. Ja, Daune, super, gibt es für alles eine Lösung. Wenn man genug Geld in die Hand nimmt, kriegt man das alles hin. Alles prima, ne? Die sind besser. Wenn wir mal vom Preis völlig absehen, ist ein Daunenschlafsack besser als ein Kunstfaserschlafsack. Wenn man ganz viel Geld in die Hand nimmt, dann ja. Ein Kunstfaserschlafsack ist deswegen aber trotzdem nicht per se scheiße. Er ist nicht so gut wie ein Daunenschlafsack. Er ist nicht schlecht deswegen. Das war mir wichtig, diese Aussage mal machen zu wollen. Und selbst ein günstiger Kunstfaserschlafsack kann immer noch erheblich angenehmer sein als besagte Wolldecke. Selbst die ganz, 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 ganz dicke Wolldecke. Es gibt schon einen Grund, weshalb wir inzwischen diese Schlafsäcke erfunden haben. Die sind einfach leistungsfähiger als das, mit dem unsere Vorfahren, sprich Wolldeckchen, noch ein Fell zum Drauflegen und so weiter und so fort durch die Wälder gezogen sind. Ich möchte da diesbezüglich mal einen kleinen Kanalempfehlung machen. Das mache ich ja ganz, 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 ganz selten. Aber ich finde die Experimente vom Sven heißt er, glaube ich, mit seinen ganzen Wolldecken und Schafsfellen und was der da alles an sauschwerem Zeug durch die Wälder schleift, einfach um mal zu gucken, funktioniert das auch? Finde ich unglaublich spannend und schaut doch zu diesem Zweck vielleicht mal in die Videos. Beschreibung, da verlinke ich euch da mal ein bisschen was. So, und in diesem Sinne wünsche ich frohe Ostern, war schon, dann frohe Weihnachten. Ich bin dann jetzt bald auf dem West Highland Way und wenn ihr nichts von mir hört, dann liegt daran, dass ich da bin. Tschüss. Ach so. Und wenn jetzt noch jemand kommt und mir wieder einen Daunenschlafsack aufquatschen möchte, bin ich vorbereitet. Jetzt, tschüss.